Also wir sehen jetzt natürlich im Augenblick sehr wenig. Was wir wissen ist, der Tober hinter uns ist eine Felswand. Von dem Ablauf der Geräusche und der Bewegungen, die wir bis jetzt gesehen haben, kommen wir jetzt mal davon aus, dass man eine größere Felsplatte abbrechen wird. Wir haben die Situation, dass wir größere Verebnungsfläche haben, in der man sich die Sachen totlaufen werden. Ob jetzt der oberste Bauernhof erreicht wird oder nicht, das kann man jetzt noch nicht abschätzen. Das Problem ist halt jetzt in der Nacht, kannst du einfach jetzt in den Hang nicht reinlaufen und wir sehen einfach nicht genau, wo es ist. Von den Geräuschen her und den Bewegungen, die wir bis jetzt haben, haben wir einen stark bewegten Kern von etwa 50 Meter Breite und einen gesamten Bereich von etwa 150 Meter, wo wir Bewegungen sind. Es ist so, dass die Evakuierung jetzt durchaus großzügig ist, aber man muss das akzeptieren, dass man jetzt einfach zu wenig genau sieht, wo was ist. Und es ist durchaus in Ordnung, wenn die Feuerwehr ein bisschen mehr Leute rausnimmt, zum jetzigen Zeitpunkt, wo man gar nichts sieht. Und dann kann man zurückschoben, umgekehrt wäre es gut. Du hast jetzt die Niederschläge jetzt ungefähr 2 Stunden hinter dir. Und das Wasser sitzt jetzt natürlich im Hang drin und die Bewegung hat jetzt angefangen. Die Dynamik ist jetzt noch relativ schwer abzuschätzen, aber was man sicher weiß, ist, spielt sich jetzt ernsthaft was ab. Das heißt also, die Dynamik, die wir jetzt hören, ist auf jeden Fall so, dass in der nächsten Zeit was Größeres abbricht. Ob das jetzt aus dem Wald rauskommt oder noch im Wald hängen geblieben wird, das wird man morgen in der Früh wissen. Ich gehe jetzt davon aus, dass der Tober der Felsgleiter ist. Wir werden sehen, wie viel wegbrechen wird von der Platte. Wir kennen das, dass diese Nagelflohbänke teilweise sehr große Felsbänke abwerfen können und das wird man dann sehen, sobald man liefert.